Dass ich hier irgendwie sowas wie Säubern habe. Ach du Scheiße, es gibt eine Sternkarte. Geht ja bald zu mir. Dyson Space Program. Wie weit bist du denn da überhaupt, Hamelzel? Aus irgendeinem unerfindlichen Grund steigt bei mir hier unten der Wasserspiegel wieder. Also erwähnt scheint das Wasser abzulaufen, aber... Aber irgendwie nicht so wirklich, weil hier oben, das ist jetzt schon grün. Das ist halt die Kacke. Und hier ist es auch teilweise schon grün, also ist vielleicht dann auch nicht mehr ganz so günstig, das zur Lebensmittelherstellung zu nehmen, bloß ich weiß nicht, wie ich es wegkriegen soll. Alter, 90 Spielstunden. Unzureichende Sauerstoffproduktion. Geht doch. Okay. Ich hatte es mir auch mal kurzzeitig geholt. Aber ich fand es halt noch sehr, 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 sehr meh. Besonders dadurch, dass das noch keine deutsche... Also noch nicht auf Deutsch spielbar war, war es alles ein bisschen so, noch nicht so meins. Vielleicht dann später irgendwann einmal. Irgendwie scheint ja jetzt das Wasser noch abzufließen, was dort oben ist. Das hier. Aber das scheint komplett still zu stehen, oder? Ja. Wie weit sind die hier oben? Naja, geht ja voran.
Ja, das Factory müsste ich auch mal ausprobieren. Ich glaube, dort will ich nicht hin. Naja, ich habe Factorio, habe ich auch eine Zeit lang gespielt, aber dort fand ich, erklärt eben das Spiel ziemlich wenig. Musst halt alles selber rausfinden, wie was angeschlossen werden muss. Und das ist gerade dann, wenn du da in den, an den Punkt kommst, wo du Wasserenergie brauchst. Also durch Wasser Energie erzeugst. Fand ich total assi. Und umständlich. Und sowas demotiviert mich dann. Wenn du da einige Sachen fünfmal bauen musst, weil das Spiel dir das einfach nicht erklärt, wie das funktioniert. Wo kommt denn das ganze Wasser her? Pumpe wird immer beschissener erreichbar dort unten. Wenn wenigstens das Wasser von dort oben abfließen würde. Aber solche Spiele reizen mich eben auch, wo der halt so nach und nach automatisieren musst und so. Das macht mir halt auch ziemlichen Spaß. Hilfspaket Omelette. Oh. Wir nehmen es Omelette. Leute, haben wir mehr als genug momentan.
Und dadurch, dass das Wasser hier die ganze Zeit sinnlos da stand, ist das jetzt versifft. Und ich versiffe mir hier damit das ganze Trinkwasser. Und hier stehen auch überall die Keime rum, also das ist eher so meh, zu semi so. Deswegen, also das, so dieses Automatisieren, das alles von alleine läuft, das deswegen reizt mich ja auch mit Evil Dynasty so. Weil das dort eben nicht so gleich gegeben ist, ja, da baust du das und baust du das und baust du das und dann läuft es irgendwann von alleine. Dort musst du wirklich genau eine Abstimmung finden. Also zumindest ist es momentan so. Aber das ist, da wird auch mein Ziel, dass ich irgendwann nichts mehr machen muss, dass das alles von alleine läuft und ich kann diese Questen und eventuell noch das Zeug verkaufen gehen. Ich schätze mal, das werde ich dann am Sonntag mal ausprobieren, mal gucken, inwieweit sich da was geändert hat. Also da muss viel neues Zeug dabei sein, da muss mit Alkohol und Obstbäume und bababa. Ach Mensch, Ex Handy, Google, Scheißendreck, ich rede nicht mit dir. Oh mein Gott, was ist das denn? Echo, untätig, wild. Da würde ich mich schon fast nach hier oben reingraben, hä? Müsste man dann halt abwarten, dass das Wasser abläuft und das ganze Giftgas und so. Schweres Graben brauchen wir jetzt. Ach du Scheiße. Ich frage mich, wie sich hier das Wasser hält.